Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einer weiteren Runde, oder besser gesagt, weiter angespielte Runde von A House on the Rift. Ich wollte nur ganz kurz vorab anmerken, dass es ein Update von A House on the Rift gab. Und zwar sind wir aktuell in der Version 0.7.9R1 angekommen. Das wollte ich euch hiermit nur mal ganz kurz mitteilen, dass es da eine neue Version gibt. So, und dann sehen wir uns gleich hier wieder zurück zum Richtigen angespielt. So, und wir kommen wieder zurück bei A House in a Rift. Aktuelle Version, habe ich ja gerade gesagt, wurde geupdatet. Das passiert halt, dass auch Versionen hier weiterhin geupdatet werden, auch im Angespielt. So, was haben wir hier noch zu tun? Something else you need to do. What's going on? Okay, alles klar. So, und hier heute mal Story explain. Das ist nur Dance? Nee. Protect the main story. Alles klar, also Main Story weiterspielen. So, A House in the Rift. Also, Update gekommen. Nächste Update ist da. Und ja, es kann also weitergehen. Gut, hier oben ist gerade keiner aktuell. Dann gehen wir mal runter in die Küche. Ich glaube, in der Küche müssen wir sowieso... Ne, wir haben Afternoon, ne? Sie hat Fernsehen geguckt, das weiß ich noch. Ja, aktuell. Wirklich, wir haben die Sachen durch. Living Room, Check a Shower Works haben wir durch. Da müssen wir eigentlich nur noch warten, bis irgendwas weiteres gerade aktuell passiert. Ich sag ja, der Anfang ist relativ ruhig. About a quickie white here. Ich glaube, das können wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Sind wir da schon so... Hab ich die richtige... Ja, Quatsch, wir haben Tag 3. Nee, warum kann man das denn schon anwählen? So weit sind wir doch noch gar nicht. Wir talken mal mit ihr. Gucken wir zusammen nochmal mit ihr nochmal Fernsehen. Ich glaube, das geht noch gar nicht. Situation is okay. I guess. So, Intimität ist auch um 1 gestiegen. Ihr seht also auch, ihr bekommt sowas auch dazu, wenn ihr euch mit den Leuten unterhaltet. Deswegen, meiner Meinung nach, glaube ich, wäre sie darauf überhaupt gar nicht erst angesprungen, auf diese Sache. Ich will mal gucken, ob sie oben ist. Ja, ist sie sogar. Sie ist jetzt hier oben in ihrem Zimmer. Das heißt also auch hier, bis mir erkennen. Wir talken einfach weiterhin nochmal ein bisschen mit ihr. Wir wollen mal ein bisschen ihre Intimität nach oben ballern. Wird aber nichts gerade. Okay. Dann müssen wir das tun oder nicht? I don't know. Wir gehen einfach mal die nächste Runde ab und... Oh oh. Wir kriegen abends noch Besuch. Yes. Okay. Sure, go ahead. Was? Ja, bin ich Magier? Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir ja kein Magier. Wir wissen ja selber nicht, warum wir in diese Situation reingekommen sind. Und ja gut, ihre Magie konnte uns nichts anhaben. Aber ich denke mal, das hat irgendwas mit dem Haus zu tun. Deswegen, nein, wir sind kein Magier. Get into the bed. Go to sleep. Huh. I want an explanation.
Nope. Ach so, sie will mit uns ins Bett. Na gut, fine, come on. Sonst kriegen wir noch richtig einen auf den Sack gebrannt. Könnte sein, dass wir jetzt vielleicht... Know what? Okay, es wird etwas gehandelt. Naja, da werde ich mal einfach leider kurz einen Cut setzen müssen. Und wir sehen uns dann hier gleich wieder, wenn sie das wahrscheinlich gehandelt hat. So, im Land der Träume angekommen. Meine Fresse. Übrigens, ich kann gleich sagen, also auch seine Age-Scenes sind animiert. Und er hat ziemlich gut gemacht. Mit dem Setting, was er so rausholt, gerade mit den Age-Scenes und dies und das alles, haut er hier echt gut was raus, muss ich ganz ehrlich sagen. So, willkommen im Traumland, würde ich sagen. Wir lernen auch dabei etwas mehr über die Vergangenheit der Damen auch kennen. Also ihr Raum ist auf alle Fälle sehr interessant. Finde ich auch nicht schlecht. Was? Okay. No go. Na okay, alles wieder erledigt. Und auf dem Boden der Tatsachen kommen wir wieder also an. Aber ich glaube, wir liegen morgens einfach nur im Bett. Day 4. Wir sind schon in Tag 4 angekommen und wachen erstmal auf. Und ja, hatten einen sehr, sehr komischen Traum von ihr. Auf alle Fälle dann wieder neue Quests zu tun. Diesmal werden es schon mehr. Ich habe ja gesagt, es werden immer mehr, die ihr ja gerade hier zu tun habt. Schaut am besten immer ein bisschen nach und nehmt euch ein bisschen Zeit für die Storylines. Es geht ja immer, also nachher werdet ihr merken, wenn auch andere Damen dabei sind, es gibt mehrere Storylines. So, lasst uns erstmal schauen. Ich glaube, es könnte eine Du-Szene hier oben vielleicht rausspringen. Probably in the Arctic. Da gehen wir doch mal hin. Ich lasse hier mal kurz mal einen kleinen Cut da, damit ich vielleicht mal was rüberreißen kann. Jo, definitiv muss ich hier leider was rübersetzen. Noch Layen. So, ab zum Kühlschrank. Und endlich was essen. Ich mache mal zwischendurch kleine Cuts, damit ich ungefähr weiß, wann ich die Schneidephase reinpacken muss. So, damit haben wir das also auch schon mal erledigt. Ja, das ist das Erste, was wir erledigt haben. Ja, was haben wir noch? Drink. Spend more time in the fridge. Okay. Search a fridge for something. Ja, sehr schön. Bourbon. Evening, ich glaube, jetzt ist sie wahrscheinlich schon oben angekommen wieder. Also ihr müsst auch ein bisschen, ihr werdet wahrscheinlich nicht alles am einen Tag komplett weghauen können. Also von daher. So, ihr Raum ist also auch fertig. Alright, let's do it.
Dann gehen wir mal rein in die Traumlandreise. In vielen der Bereichen dieser Traumland-Geschichten werdet ihr auch neue Ereignisse kennenlernen und auch neue Damen bekommen. Also von daher macht das auch öfters. War wohl nicht gerade das Ausschlaggebendste, also dürfen wir morgen nochmal wieder neu machen. Ab zum Schlafen. Tag 5. Er bricht also heran. Wir gehen erstmal raus. Sie wird sowieso... seht ihr, LED ist zu low. Okay. Das heißt also, entweder sie ist wahrscheinlich jetzt in der Küche oder sie ist... In der Küche ist sie noch nicht mal. Haben wir noch was zu tun? Spend my time to the fridge, rest and try again. Also war das schon richtig gewesen. Get into the shower können wir gar nicht machen aktuell, aber wir können mal kurz gucken. Sie wird wahrscheinlich oben wieder im Bett liegen, kann das sein? Sie ist gar nicht da. Dann ist sie gerade am Duschen. Aber wir dürfen da nicht rein, weil wir noch ein bisschen besser, erstmal mit ihr befreundet sein müssen. So, da können wir erstmal weiter im Fridge nochmal ein bisschen rumsuchen, ein bisschen Ice Cream finden. Why not? Ice Cream macht den ganzen Tag schön. Rausgehen brauchen wir sowieso nicht. Wo steckt sie jetzt gerade schon wieder? Wird sie wohl nicht immer noch in der Dusche befinden, oder? Nein, jetzt liegt sie im Bett. So, wir talken nochmal mit ihr. Just chat erstmal. Einfach nur erstmal ein bisschen labern. Dann talk about magic situation. Come on, be serious. Genau, jetzt erzählt sie halt, dass sie ein Succubus ist. Klare Sache. Will you try devour my soul? Entweder das oder ja. Eigentlich Succubus wollen ja eigentlich die Seele haben. So, das heißt also Seele. Why would I do that? Okay, fragen wir mal nach dem Sexleben. Man. Damit kriegen wir nämlich das mit nach oben geschossen. What can I do? What do you do? I don't know. Okay. Sounds exciting. Can you explain me the magic to me? Do you want to know something about me? Das wäre immer ganz interessant. Erstmal den Basics-Ding start, genau. Many Earths, sagt sie sogar noch, also viele Erden.
Ja, oh, that's all what I know. Right now. Sehr gut, dann haben wir das auch schon mal durch. Ja, Infane, also wir sollen jetzt Trust nach oben bringen und natürlich die Storyline 2 weiterfügen. Plus das müssen wir noch erledigen. Ja, wir haben also noch ein bisschen was heute noch zu tun. Es spielt sich ruhig, das Spiel. Ja, das stimmt. Aber es macht auf alle Fälle sehr viel Spaß. So, Shallowy, so, damit haben wir auch gleich wieder ein bisschen was aufgebaut. So, wir sollen uns wieder zurück an den Park wieder erinnern. Jetzt sehr langsam. Und langsam brechen unsere Erinnerungen rauf. Aber wir brechen trotzdem, glaube ich, wieder aus der ganzen Sache raus. Und nach einem Schritt, den wir gemacht haben, dringt es wieder uns zurück in die Dunkelheit. Let's do it. So, wir versuchen es doch mal. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja jetzt besser rein. It all begin here. Das ist auch interessant, why they are looking to you. Genau, das Lustige ist, wir sind zwar in dieser Erinnerungsschiene drinnen, also in unserer Erinnerung, aber komischerweise ist diese Erinnerung nicht das, was wir auch eigentlich hatten, sondern irgendwie, als würden wir in diese Zeit wieder zurückkatapultiert werden. Und sie ist dann aber auch da und die Leute nehmen sie wahr. Genau, they are real. Das sind Echo auf unserer Erinnerung. Wir sollen das ignorieren. Muss man auch erstmal verstehen, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie natürlich real gewesen wären. So wie die da sich benommen haben. Habe ich auch wirklich gedacht, die sind alle real. Und na, vor allen Dingen, weil sie ja auch genotet haben, also wahrgenommen haben. Ne? So, ich weiß nicht, ob Shower jetzt aktuell schon funktionieren wird. Aber ich würde sagen, ich mache hier mal eine Unterbrechung und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es hier wieder weitergeht mit der House in the Rift und ich bin gespannt, ob wir dann mit unseren Dreamwalk mal weiterkommen. Auf alle Fälle echt ein recht gutes Spiel, also mir gefällt das Spiel wirklich sehr gut. Freue mich auf alle Fälle, dass ich es euch mal ein bisschen anspielen darf, euch mal ein bisschen präsentieren darf und ihr habt hier ein echt gutes Game, muss ich ganz ehrlich sagen, also auch musikalisch genauso wie auch Storyline-Telling-mäßig echt geiles Teil. Auf diesem Wege verabschiede ich mich und wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.